aber das war zu durchsichtig. Faber auf Lewandowski. Faber! 1:0 für die Löwen, den wollten sie haben. Den haben sie gekriegt. Hin und her läuft da die Scheibe. Durch die Mitte, Lewandowski täuscht an. Und Jimmy Hertel riecht den Braten, aber ist nicht rechtzeitig drüben. 1:0 für die Löwen. Und es ist Max Faber mit seinem 6. Saisontor. Nach einer guten Viertelstunde im ersten Drittel. Und die Gäste bringen die Scheibe raus. Weiterhin von den Gästen nicht viel zu sehen. Sie stehen hinten wieder tief, sehr passiv fast schon. Der Doppelpass und da klingelt's. Eisenmenger mit dem 2:0. Schöner Doppelpass, Eisenmenger auf Lewandowski, der zurück und Jimmy Hertel zum zweiten Mal heute abgeschlagen. Fünftes Saisontor für Eisenmenger. Die 2:0 lag dann doch irgendwie in der Luft. Ja, warum nicht? Einfach da, wo es eng wird. Und da gibt es dann noch mal eine drauf von Jimmy Hertel. Der mit dieser Aktion nicht einverstanden war. Da teilte aber noch mal ordentlich aus. Aber das müsste eigentlich auch eine Strafe gegen den Schlussmann geben. Aber warum er da so ausrastet? Naja, aber das ist jetzt hier aus von den Rängen gerade nicht hier Powerplay-Stimmung. Lewandowski und da ist Mitchell. Irgendwie rutscht da die Scheibe rein. Co-Produktion Mitchell. Dann kommt der Schuss Mitchell. Schiebt sie rum. Und Nemetz. Aber dann doch eindeutiger. Klarer. 8. Saisontor für den Goldhelm der Löwen und es steht 3:0. Und bei der großen Strafe geht es jetzt im Powerplay natürlich weiter für die Löwen. Lewandowski rüber auf die andere Seite und da ist der nächste Treffer. Wieder der Mann mit der 63, Max Faber. Verteidigter Akuziol. Schön bedient, aber kein Raum, kein Platz, keine Zeit für den Schuss. Und da kommt dann aber der Einschlag. 5:0. Schüle von der blauen Linie. Und Pistilli war's. Der den Schläger noch reinhält. Und
sein 12. Saisontor erzielt der Franco-Kanadier. Gereiht und Sergej Stas wird auf Seiten der Gäste zum Spieler des Tages gewählt. 27 Jahre geborener Weißrusse, kam von den Bayreuth Tigers. Und Max Faber mit seinen 2 Toren als Verteidiger, wohlgemerkt, bekommt auf Seiten der Löwen die Auszeichnung für den Spieler des Tages. Denke ich, das geht in Ordnung. Ja, Max, heute 5-0 Heimsieg. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, wir wollten eine Antwort zeigen auf das Heilbronn-Spiel. Da haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Ich denke, heute haben wir unsere Chancen genutzt. Und wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Jetzt haben wir 2 Tage frei bekommen von den Trainern. Und jetzt lassen wir uns gut gehen. Wie zufrieden bist du mit dem Wochenende nach der Länderspielpause? Ja gut, keine 6 Punkte, aber ich denke mal, 4 Punkte sind okay. Und darauf kann man aufbauen. Jetzt kommt den Freitag, geht zum nächsten Derby nach Nauheim. Da habt ihr auch was gut zu machen. Ja, definitiv. Da brauchen wir keine Motivation mehr. Viel Erfolg. Danke. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.